Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 21.01.2022 und damit auch den Verfallstag. Ich glaube, wir können jetzt unsere Autoreihe der letzten Male hier dann auch abschließen. Und das sieht ein bisschen nach Totalschaden aus. Also, wir können kurz ein bisschen ins Detail reingucken, wie es sich verhält. Ich weiß, das passt nicht ganz auf all das, was wir gestern erzählt hatten. Insbesondere ja auch wird der ein oder andere mit der Nase rümpfen, da wir ja darüber gesprochen hatten, dass hier so eine dynamische Aufwärtsbewegung steigen kann. Ne? Also eine richtig dynamische Aufwärtsbewegung. Da gab es wirklich so ein, zwei Punkte bloß, wo man hier dann bei der Sache hätte bleiben müssen. Und den haben, glaube ich, auch viele verpasst. Also das ist wirklich so ein ganz klassischer Tag, wo der sich immer wieder teilt. Da gibt es die einen, die haben richtig gute Gewinne gemacht halt. Ne? Die sind richtig dabei. Manchmal von Tagestief bis Tageshoch und von Tageshoch dann wieder Short komplett runter. Und dann gibt es die anderen, die haben genau das Gegenteil gemacht. Ne? Also die sind im Tageshoch irgendwo Short ausgestoppt worden, ne? Sind dann vielleicht sogar Long gestiegen. Und das ist so, also das ist eigentlich ein ganz, 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 ganz typischer Tag, den man immer wieder sieht, wo auch wie sag mal, die Nerven ein bisschen ausgereizt werden halt. Ne? Wir haben jetzt hier gestern schon mal davon gesprochen, dass mir das nicht gefällt, dass der Markt zunehmend nervöser wird, also dass er grundsätzlich nervös wieder ist, ja, dass er nervös handelt und wir immer mehr Ausschläge auf Einzelaktien kriegen und das in den Indizes eigentlich bisher nur dadurch ausgeglichen wurde, dass es immer Aktien gab, die wirklich auch nach oben raus sehr hohe Volatilität hatten und dadurch natürlich diese schwachen Titel abgefangen haben. In dem Moment, wo die starken Titel dann aber mal nachgeben, kann sich oder auch andersrum, das kann sich natürlich auch nach oben auswirken in Dynamik oder eben nach unten in Dynamik auswirken. Das ist vollkommen offen, das ist dem Markt offengelegt und man muss dann einfach gucken, wo geht die Bewegung dann halt eben hin. Ja, und so, weiß ich gar nicht, wie ich da jetzt hingekommen bin. Also, definitiv ein Tag, wo viele sich wirklich zu verballern, wo auch, ich will nicht sagen, Depressionen dann an den Tag treten, aber wo viele wirklich auch so richtig diese Unmotivation einfach raushängen lassen. Oft auch Tage, wo ich danach halt auch ordentlich auf dem Video gestänkert kriege, ne, weil dann viele sich einfach ein Ventil suchen, um das abzulassen, weil sie das tierisch ankotzt. Also ich habe jetzt auch WhatsApp-Nachrichten gerade gekriegt von jemandem, der hat halt auch gesagt, also das ist doch zum Kotzen hier, was soll denn die Scheiße? Der hat noch nie amerikanische Titel gehandelt und hat dieses Jahr jetzt damit angefangen, Apple, Amazon und Co. Und jetzt kommt die ganze Scheiße hier so brutal nach unten. Netflix und alles hat mir da geschickt, der hat da Optionsscheine. Die sind teilweise schon 90% im Minus halt. Ne? Und das ist natürlich Kacke. Ne? Der Nasdaq jetzt das erste Mal ohne der 200-Tage-Linie. Also wir haben am Samstag jetzt definitiv Spaß im Webinar, das irgendwie in unsere 2 Stunden alles reinzudrücken, was man hier berichten kann. WTI auch super spannend. Also das wird wirklich sehr interessant. Aber wir bleiben mal hier. Wochenanalyse DAX, wirklich beim DAX, damit das nicht zu lang wird. Mir ist es bloß wichtig, einfach nochmal ein bisschen euch, naja, wie soll ich denn sagen, einfach ein bisschen zu sensibilisieren halt, ne? Weil das sind auch Tage, wo Fehler gemacht werden, wo, also gerade der Tag, der Donnerstag, das ist so der Tag, der den Leuten immer so dieses Rauskitzeln bringt, ne? Rauskitzeln von mehr Risiko, rauskitzeln von ich nehme meine Stops raus, rauskitzeln von so Sachen, die einfach dann halt echt mal ins Auge gehen können, ja? Und an so einer Stelle, wo der Markt sich einfach aufbläht, dann Risikosicherungsmechanismen zu reduzieren, ist halt genau das Falsche, was du machen musst. Das ist genau die Zeit, wo man gerade die Risikosicherungsmechanismen einbauen muss. Wo man, wenn man die ganze Zeit ohne Stop-Loss getradet hat, anfangen muss, mit Stop-Loss zu arbeiten, weil der Markt halt einfach zu viel Unruhe reinkriegt und einen Auflösen, einen Aufbäumen sich androht oder zumindest anbietet. Und man dementsprechend dann auch bestimmte Trading-Setups zurückstellen muss oder anders absichern muss, weil sie natürlich in einem neuen Trendschub dann nicht mehr standhalten können. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und vom Instinkt her macht man es natürlich, dreht es der Markt genau so, dass man es verkehrt rum macht. Ne? Der Markt dreht es genau so, dass man in so einem Moment jetzt anfängt, risikoaverse zu werden, aggressiver zu werden und natürlich dazu persönlich zu nehmen, was der Markt hier macht. Ne? Dass man dann sagt, das macht er nur wegen mir halt. Ne? Und der hat nur mich da oben im Top rausgeschmissen. Nee, 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 das hat er bei ganz vielen gemacht. Ja, und das sieht man nicht. Man nimmt das dann persönlich, denkt dann, das passiert nur. Und dabei verkennt man, dass das eigentlich alles genau dafür da ist, um das so zu drehen, dass man am Ende halt hier wirklich halt auch richtig Kohle verlieren kann. Und deswegen da halt einfach auch aufpassen, sollte der DAX jetzt hier unter der 15.700 durchgehen. Der Nasdaq ist schon unter der 200-Tage-Linie. Definitiv ist der Nasdaq, hat keinen Einfluss auf den DAX. Das versteht bitte nicht falsch. Ne? Da bin ich ganz klarer Verfechter. Wir analysieren jeden Wert für sich.
Ja, aber dennoch hat man manchmal einfach so Marktsignale, die gesetzt werden, die von anderen Indizes dann auch abgebildet werden. Ja, das hat aber nichts damit zu tun, dass der DAX dem Nasdaq irgendwas nachmachen muss. Das nicht falsch verstehen. Ja, da keinen falschen Vergleich ziehen. Aber was ich einfach sagen will, ist, wenn wir hier jetzt unter der 15.700 eben noch nach unten rausbröckeln, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass unser DAX dann schon Richtung ja, 550, 560 gehen kann. Hier 5, was ist denn das? Ja, wir können es ja auch mal konkret machen. Nehmen wir ja auch eine, nehmen wir mal die Projektion. Gehen wir mal rein. Wo liegt es ganz genau? Uns die ganz genau, ja, 15.530 passt dann schon. Ja. Also 15.530, 15.550, das wäre unten raus dann so ins Ziel, wenn jetzt die 15.700 nicht reichen sollte zum Freitag. Und auch wenn ein Gap kommen sollte, wirklich genau hingucken, bleibt das Gap offen, arbeitet er ins Gap rein, lässt er das Gap offen, macht das kaputt. Da muss man wirklich schon aufpassen. Ne? Und ich habe jetzt von vielen so Sachen bekommen, auch wie. Ja, der muss doch jetzt mal drehen, ne? Auch insbesondere in amerikanischen Werten sind Nerven schon jetzt ganz schön blank und da ist noch viel Platz unten, da ist ganz viel Platz, ne? Wo die sich mal noch richtig ausholen könnten und da liegen jetzt schon echt die Nerven blank und wenn ich so Nachrichten bekomme wie, das muss doch jetzt mal drehen und so, dann kommt eigentlich immer noch mal ein ganzer Schwapp halt auch dazu, weil das sind genau die Momente, wo die Leute dann im Minus ausbauen und so weiter. Hat man heute auch wieder einen im Chat, der hier der Long- und Short-Position gleichzeitig aufgebaut hat und dann einfach immer ins Minus ausbaut, bis der Markt wieder in die Mitte kommt. Das funktioniert in solchen Seitwärtsphasen halt wirklich gut. Das kann man auch gezielt anwenden als Instrument, als Trading-Technik. Man muss aber wirklich ganz klar wissen, wann trennt man sich davon, weil wenn man naiv denkt, okay, das hat jetzt 3 Tage gut geklappt, ich hab jetzt den heiligen Gral gefunden, den handle ich jetzt das ganze Jahr und dann bin ich Multimillionär. Das funktioniert so einfach nicht halt. Ne? Ich muss mein Setup immer dem Markt anpassen. Ich muss immer gucken, wie bewegt sich der Markt gerade, was mache ich gerade. Ist er ruhig, ist er nervös, ist er im Aufwärtstrend, ist er im Abwärtstrend. Ne? Wie ist die Gesamtmarktlage? Haben wir Übertreibung? Ist eher mehr Entspannung? Wie ist die Vola? Wie sind die Vola-Indizes? Ne? Ist politisch brisant auch irgendwo drin, also dass spontan noch einfach irgendwo Ausstiege kommen können. Und dementsprechend muss ich dann auch das eine oder andere Setup anpassen. Und deswegen einfach hier auch nochmal der Hinweis: guck da wirklich, dass er vernünftig bleibt. Ja, das hört sich leicht an, wenn man keine Position drin hat, ist es auch leicht, sich das anzuhören und sich anzueignen. Schwierig ist es, wenn man bestehende Positionen schon drin hat, wenn man schon landunter ist, ja, wenn man schon wirklich, keine Ahnung, 300 Meter vor der Küste hängt, keine Kraft mehr hat, um zu schwimmen und merkt man, er trinkt, dann hängt der Kopf so halb raus. Na, dann hilft auch nicht, wenn da hinten einer sagt, na, atme tief durch, ne? Du kämpfst dann um dein Leben. Und umso wichtiger ist es, sich dann wirklich kurz vom Markt auch zu distanzieren, kleine Pause zu machen, Abstand zu suchen und zu überlegen, was macht man jetzt konkret. Ja, das heißt jetzt nicht, dass man eine Woche ausmachen muss. Es kann auch sein, dass man wirklich mal 2 Stunden einfach mal die Börsenkurse ausmacht, dass man da nicht so totstarrt das Zeug, wirklich mal eine Stunde ausmacht, sich wirklich hinsetzt, einen Plan macht, okay, wo, wie, was kann der Markt jetzt machen, was kann ich erwarten, wo sollte ich eine Reißleine ziehen, wie sollte ich mich verhalten, wie sollte ich reagieren. Weil das Schlimmste, was man machen kann, ist, dass man emotional auf so einen Zustand reagiert, dann macht man immer falsch. Und zwar ganz genau perfekt falsch, weil man sich dann vom Markt das aufzwingen lässt, was man tut. Und man wird immer im absoluten Tief den Short be nee, den Long beenden und im absoluten Hoch dann den Short. Man wird immer genau da rausgehen, wo der Markt dann dreht. Selbst wenn man da sitzt und die ganze Zeit sagt, oh, wenn ich jetzt rausgehe, dann dreht der Markt, wenn ich jetzt rausgehe, dann dreht der Markt. Der dreht genau dann, wenn ihr dann rausgeht. Und um das zu verhindern, muss ich einfach unterbinden, dass ich emotional getrieben handle und mir wirklich einen Plan machen. Ganz klar einen Plan machen, überlegen, okay, wo gehe ich rein, wo gehe ich raus und so weiter und so fort. Wie gesagt, zum DAX ist das ist ja noch gar nicht so katastrophal, ne? Das ist eigentlich sogar noch relativ entspannt. Im US-Tech-Bereich ist da wirklich schon mehr Stress und Kryptos wird zunehmend auch langsam ein bisschen brisanter, ne? Umso länger die im Negativen tendieren, da wird es auch einige geben, die schon ein Gesamtdepot stehen haben, was irgendwo im Minus läuft. Und da wird auch bald so eine Stresssituation zukommen. Und wenn dann auch das Aktiendepot negativ ist und Stressfaktoren ausübst, dann kann man eigentlich nur emotional falsch agieren. Ja, und dafür muss man sich wirklich schützen, so gut es geht. Und deswegen der Hinweis: Macht euch einen Plan, überlegt euch, wo trennt ihr euch wovon, ne? Was nehme ich als Wiedereinstieg? Macht es vorher fest. Wenn ihr das nicht vorher fest macht, zwingt euch der Markt es auf, und zwar genau so, dass es dann verkehrt ist.
Ja, so, gut. Also wir gucken jetzt mal noch auf den DAX. Wir haben ja die Vorlage gehabt nach oben. Dieses dynamische Anspielen sollte bringen. Diese zweite Abwärtsbewegung hat das beendet. Ja, dieses neue Hoch, was wir hier gesetzt haben, auf die Bewegung, das ist eigentlich der Breakout gewesen. Das wäre der Beschleuniger gewesen, hätte der DAX hier einfach keine rote Tagesstundenkerze da oben geschlossen. Also einfach keine rote Stundenkerze hier oben geschlossen in dem Bereich. Der hätte schön anziehen können. Rein in die 49, rein in die 16.000, 16.100 und noch richtig durchpowern können. Hat aber nicht. Hat sich runtergedreht und hat auch richtig Stress nochmal reingekriegt. Und damit haben wir jetzt hier eigentlich schon einen Bewegungsbruch drin, der hier fast sogar nochmal ein neues Tief eigentlich einfordert. Ne, so dass man, weil das ist einfach nur ABC halt. Ne? Das ist eine dreiwellige Korrekturbewegung, die so als Impuls nichts mehr taugt. Ja, das heißt, wenn der Markt hoch zu einem neuen Impuls will, müsste er halt erstmal hier unten ein neues Tief abräumen. Und deswegen würde ich schon sagen, wenn uns der DAX jetzt hier am Freitag noch zum Verfallstag jetzt unter die 15.700 fällt, sollte man ihm schon Platz lassen bis zu 600, dass er dort nochmal das neue Tief probieren kann. Und dann muss man genau gucken, wie reagiert er jetzt hier. Na, reagiert er dann wieder nach oben? Dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er auch das Gap wieder zugeschoben kriegt zum Freitagnachmittag, na, oder zum Freitagabend, na, dass er wirklich bloß hier runterhackt und dann zieht er das komplett wieder hoch und macht den Gap bloß noch, keine Ahnung, 21, 30, schafft das dann noch hinten raus, ja, aber wenn er unten bleibt und er macht hier nur flach zur Seite oder kleine Rückläufe und drückt die immer wieder runter, dann geht das auch, kann das auch locker bis 55, 35 gehen, das ist nochmal ganz, ganz, ganz wichtige Zone und wenn das nicht hält, dann 400 hier halt, na, als nächste Station. Und das muss man einfach ein bisschen im Blick behalten. Ja, also in dem Sinne deutliches Risiko zugenommen, auch auf der Unterseite das Risiko zugenommen. Und da muss man wirklich ein bisschen genauer hingucken jetzt hier, dass man sich da nicht irgendwie durch die Tröte tröten lässt. Ja, sollte sich stabilisieren, unerwartet hochdrücken, wäre oberhalb von 8,90 für mich nochmal so eine Situation, wo ich sagen würde, okay, kann man nochmal long probieren. Dann hat man erstmal 40 Punkte eigentlich fast safe in den Gap Close rein. Und weil der macht dann bestimmt das neue Hoch und dann wird es auch wieder positiv, aber das muss er jetzt erst mal machen. Ja, weil das Signal, das ist so erstmal nach unten gesetzt. Das heißt, wir als Charttechniker wissen natürlich, es kann alles passieren an der Börse, es kann morgen alles passieren, der kann hoch, der kann runter, der kann zur Seite, rechts und links. Ne? Aber wir verpflichten uns, wenn wir charttechnisch traden, die Signale zu achten und die Signale zu gewichten. Und das Signal, was die Chartlage hier gibt, sagt, wir haben mächtigen Verkaufsdruck, wir haben abverkauftes neues Hoch, wir haben einen Impuls nicht halten können, sind dynamisch nach unten eingedreht, sprich Rücklauf und weiter runter. Das wäre aus der Chartanalyse draußen vorzugeben. Klar, passieren kann immer alles, aber wenn ich charttechnisch versuche zu traden, dann suche ich mir einen Wahrscheinlichkeitsvorteil, den ich aus der Analyse der Kerzen rausnehmen kann und der sagt jetzt hier, selbst wenn ein kleiner Rücklauf ist, runter. Runter am Freitag. Na? Und deswegen, ja, gucken wir mal. Unter 700, wie gesagt, nimmt das Risiko deutlicher zu. Ja, rein in die 15.600 dann auch und eben auch 530 sind so bei unten eigentlich die beiden wichtigsten Marken und dann eben auch der Bereich um 15.400. Ja, und die Tatsache, dass da jetzt auch im Nasdaq ich so Sachen gesagt bekommen habe, wie der muss doch jetzt mal drehen, zeigt eigentlich auch, dass da noch Platz ist. Ja, weil in den Momenten, wo Leute sagen, der muss doch jetzt mal drehen, fängt eigentlich einen Trend in der Regel immer erst richtig an, sich zu etablieren. Und die Leute realisieren das. Ja, das ist aber eigentlich nie ein Punkt, wo ein Trend dann auch kippt und umdreht. Na, und deswegen ist es mir immer wichtig, euch das so ein bisschen mitzugeben auch. Was sagen die Leute? Wie sind die so drauf bei uns in der Community? Die Leute, die uns schreiben und so weiter. Weil es natürlich in meinen Augen euch auch irgendwo hilft zu reflektieren, okay, in welcher Position bin ich gerade? Mache ich das Gleiche vielleicht falsch wie andere? Mache ich vielleicht das Gleiche richtig wie andere? Ne, wo befinde ich mich? Und sollte ich vielleicht irgendwie was beachten, weil ich es einfach nicht mitkriege, wie andere Trader sind. Ja? So, und von daher, ich würde sagen, wir machen hier jetzt den Cut. Ich würde hier jetzt zumachen. Mir ist die 700 wichtig, mir ist die 600 wichtig, die 530 ist ganz wichtig auf der Unterseite. Und oben würde ich sagen, alles über 890 ist Entschärfung, ist erstmal Entwarnung, dann wäre das wieder ausgekontert, dann würde das Gap zugehen, eher in die 16.000 rein und dann können wir uns am Montag nochmal angucken, was wir da dann draus nun machen. Weil dann wäre hier nämlich auch wieder ein Trendbruch, dann wäre das Ganze schon wieder gar nicht mehr so kritisch, wie es jetzt aussieht, ne, wäre dann ziemlich entschärft. Deswegen würde ich persönlich, auch wenn ich Shorts jetzt hätte,
Oder aufbauen würde hier an kleinen Rückläufen. Also ich würde sie über 6, über 8,90, 9,29 oder was das da ist, ich würde sie dann nicht weiter halten wollen. Ich würde sie dann einfach rausnehmen. Na, weil das Risiko, dann da irgendwo mitzugehen, das ist wie jetzt hier. Hier würde ich jetzt auch keinen Long mehr drin haben wollen. Ja, würde ich dann auch rausnehmen. Und wenn er mir dann beweist, dass er stärker hat, dann kann man die auch wieder aufbauen. Aber ich würde schon immer versuchen, mit dem Markt zu handeln, mit dem Geld zu schwimmen, was hier die großen Marktteilnehmer einfach bedient. So, okay, also lang gequasselt. Wie gesagt, nehmt's mit als Hilfestellung oder als Orientierung, als Überblick. Wir sehen einfach als, ich sag mal, Community-Betreiber sehr, 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 sehr gut, was Leute immer wieder falsch machen, was Leute immer, immer wieder gleich machen. Das ist immer wieder das Gleiche, ne? Also, wenn ich dann einen Screenshot ziehe, und das jemanden anders zeige, dann sagt er, ach, das ist doch der und der. Nein, das ist nicht der und der, dann, das ist wieder jemand anders, weil das immer die gleichen Fehler sind. Und die sind aber in der Regel alle vermeidbar, wenn man einfach das handelt, was man sieht halt, ne? Wenn man versucht, den Markt zu respektieren und sich bedingungslos unterzuordnen. Ohne, ich weiß, und die Zinsen haben gesagt, und Inflationsdaten aber, sondern wenn ich sehe, da kommt Schwäche rein, dann ziehe ich mich zurück oder sichere ich mich ab. Und wenn ich sehe, der hat Ruhe drin, der drückt sich hoch, dann ist der Zeitpunkt für mich, Longs zu suchen, hochzuhandeln und da eben mitzugehen. Also mir sind zum Beispiel hier auch Intraday Long drin gewesen halt, ne? Hier ist ein kleines Stückchen bis 29, glaube ich, hoch. Oder? Nee, wartet mal, was war das? Bis 8,20 von 7, ja, 97 bis 8,20 waren wir long drin gewesen. Ne? In dem Moment sah für mich noch gut aus, aber nach so einer roten Kerze, da muss ich mich aus dem Long zurückziehen, wenn ich charttechnisch handeln will. Na? So, und wichtig ist, strukturiert und routiniert zu handeln, ne, damit man irgendwo eine stabile Basis hat, auf der man sich anlehnen kann. Das ist okay. Immer mal wieder was in den Stop-Loss zu geben, immer mal wieder das im Minus abzuschreiben, weil das schützt mich davor, dass ich irgendwann diesen einen Tag habe, wo wirklich alles weg ist. Na, und da muss es eigentlich jeden Tag drum gehen, das Depot zu halten und Stück für Stück nach oben aufzubauen. Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. So, also ich mache hier zu, drücke euch die Daumen, dass ihr zum Freitag hier gut dabei seid. Verfallstag, na, es sind immer Überraschungen möglich. Und mache jetzt zu, nehmt das bitte mit, das ist Unruhe drin, der Markt wird unruhig, die Leute sind unruhig und wo Unruhe ist, da sind auch oft schnelle Kerzen mal mit von der Partie. Nein, deswegen am Freitag besser mal vielleicht einmal öfter mit drauf gucken auf das Ding. Also, ich wünsche euch Spaß, viel Erfolg und die anderen dann sehen wir uns Samstag zum Webinar. Ich schicke morgen früh auch noch rum, wann genau. Ich werde das wahrscheinlich ein bisschen eher machen müssen. Aber kriegt ihr von mir dann nochmal eine Mail. Gut, bis dann. Tschö.